Hey, ich bin Joel, willkommen zurück zu Phobia. Zeit wird es nun, in den Untergrund zu gehen, denn wir haben in der letzten Folge diesen geheimen Pfad hier freigeschaltet. Und es gibt sicherlich noch einige Geheimnisse hier in dem Museum. Ich weiß jetzt nicht, weil da was für ein Untergrundlabor stand, ob das hier wirklich alles ein Level ist. Aber wir gucken mal, wo wir hinkommen. Oder ob es das vielleicht eh noch nicht war. What do you want from me? Immer dieses Zeitreisemädchen zwischendurch. Also keine Ahnung, was sie will. Okay, hier. Brauchen wir eine Chipkarte, wie es aussieht. Tür. Kann man nicht öffnen. Okay. So, gucken wir uns erstmal ein bisschen hier um. Gleich auch mal mit der Kamera wieder. Nehme ich gerne. Wie sieht's denn aus? Ach, wir sind noch voll. Okay. Kann man nirgendwo rein hier. Wie es scheint. Oh. Aber schwarze Karte. Ah, okay. Das ist die für das andere Pad, schätze ich. Oh. Schlüssel. Alles klar. Kronleuchter Epi Lambda. Kronleuchter Epi Lambda. Ah. Okay. Warte mal. Ah, ich weiß, wo das ist. Das ist dieser Durchgang ganz oben, wo wir diese Bühnen hatten. Okay, Fahrstuhl gucken wir gleich mal. Ich denke mal, da kommen wir zum Untergrund. Jetzt müssen wir nur noch das Kennwort finden. Warte mal, wir hatten noch so eine Kennwortliste. Kennwörter. Irgendwo. Warnung, Sicherheit, kaputt, Ankündigung, Passwort. Nein. Sicherheitskarte. Wir hatten so eine Liste von Sicherheitsnummern. Ich weiß jetzt nur nicht, welche Ebene wir jetzt hier sind. 7 oder 8? Da! 7. Flur. Ich weiß nicht, ob wir 7 oder 6 sind. 7, 6 oder 5. Das müsste 6 sein. 7, 7, 5, 4, 9, 2. Mal gucken. 7, 7, 5. Oh, jetzt muss ich wieder alles suchen. Mein Gott, hier. 775, habe ich das gesagt? Oder 40233. 400. Ah, okay. Weil das ist nämlich das Büro hinter diesem Geheimgang. Okay, das war 7. Jo, warte mal, hier war noch dieser. Genau, hier war noch dieser Safe. XEPA. X, E, P. A. Ich glaube, es ist kein A, aber egal. So, da gibt's auch. Was gibt's da? Was ist das? Wieder so eine Münze. Inventar voll, oder was? Die Münze konnte man immer bei irgendeinem Geheimnis einsetzen. Aber wo kann ich die denn einsetzen? Der Safe, vielleicht. Was liegt denn da hinten? Kommen wir da dran? Ach ne, ist das Buch. Ich soll mir noch schauen. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin sicher, hier gibt es noch viel, viel mehr zu finden.
Aber das werde ich jetzt nicht hier. Ich werde jetzt nicht eine Folge machen, komplett, wo ich das durch das Hotel renne. Ich bin mir auch sicher, dass wir die Schlüssel zu diesen Zwischenebenen noch finden. Einfach, dass es schneller ist. Eine Karte hätte ich gerne gefunden. Dann gehen wir mal runter zum Hotel. Ja, siehst du? Sobald du in den Untergrund hinabgestiegen bist, kannst du nicht mehr zum Hotel zurückkehren. Fortfahren. Ja, tschüss Hotel. Also ich würde sagen, wir machen das jetzt, denn ich möchte schon die Story jetzt weiter wissen und nicht jetzt weiter durchs Hotel irren und versuchen, die Secrets irgendwie rauszufinden. Und so wie in der letzten Folge, dass ich da andauernd nachgucke, das will ich eigentlich auch nicht machen. Das überlasse ich dann euch. Eure Entscheidung. Ihr könnt selber spielen oder ihr guckt euch ein Video an, weil es gibt bestimmt Videos, wo alle Geheimnisse gezeigt werden. So. Checkout. Sehr schön. Ich denke... Oh, der Wald. Ich denke, dass wir dann auch so langsam schon zum Ende kommen werden. Also ich denke mal, allzu viele Folgen werden es jetzt nicht mehr werden. Und letztendlich ist es dann doch... länger als ich dachte. Ist schon bisher eigentlich richtig gutes Spiel. Ach, warte mal. Sind wir jetzt in der Storyline von dem Typen aus der Vergangenheit? Halten Sie die rechte Maustaste, um die Kugel zu verwenden. Okay. Was kann ich damit machen? Die Zauberkamera habe ich ja nicht. Die Pfeife kann ich auch nicht nehmen. Ich bin ja eine. Was gemacht? Er ist schon sehr atmosphärisch hier. Mit dem Regen und dem... Mond, der mich... Oh, was? Was? Muss ich das Mondlicht aufnehmen, oder was? Und dann? What is this thing doing? Wait, yes. I think it's trying to show me something. Was? Ah, so eine Art Kompass. Okay. Wir müssen in die Richtung gehen. Jetzt verstehe ich es auch. Ja! Was zum Teufel? Gehen wir mal weiter in die Richtung. Das muss doch was mit Zeitreise zu tun haben, oder? Hier hinten leuchtet was. Oh, is that so? It's searching for its parts. Sucht nach seinen Teilen, okay. Mal ein schönes Haus hier. Gehen wir mal weiter. Können wir weiter? Können wir nicht. Hier geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht her. Muss ich zurück oder was? Hier sind überall Geister im Wald. Ich glaube, wir könnten noch in die andere Richtung gehen. Mal, oder muss ich... Nee, ich dachte, ich hätte das kombinieren müssen. Aha.
Oh, oh. Jagen die mich? Who's in there? Damn it! Answer me! Ich muss gleich hier rechts. Verlaufen kann man sich hier aber nicht. Matthias, is that you? Mörder? Ich? Wegnehmen müssen, glaube ich. Aber nur wenn ich die Kugel hochhalte, habe ich diese Erscheinung, glaube ich. Monster! No, this isn't happening. This isn't. It's not real. Boah, ist das fies. Hör auf damit. Tres Trillers. Drin? Ich brauche einen Schlüssel. Okay. O-E-N-W. Verwaltungslager. Ich habe gerade Vergewaltigungslager gelesen. Christopher? The men found something. Found something? What is it? Damn it! What the hell is going on back there? Matthias, what's happening? I'm not sure. The whole mine is filled with a bright light. Hey! Stop all that running around, you idiots! Matthias, talk to me. What's going on? Hey, what's the problem down here? What? Where did they go? What happened, Matthias? Speak! I don't know. There was a bright flash. One second they were yelling, and then... nothing. What do you see? Tell me what you see! Nothing. There's just this... metal sphere. Don't touch anything. I'll be right there. The sphere, and the men vanished. That's why Matthias wants to meet at the chapel. I must hurry. Ja, ja, hurry, hurry. In der Ruhe liegt die Kraft, sage ich immer. Wir haben hier einen schönen Plan. Ich denke mal, wir müssen hier hin. Nee, er hat ja Chapel gesagt. Warte mal. Wo sind wir denn? Das ist das Haus. Ich denke mal, hier ist diese Werkstatt. Oh, da können wir speichern. Ich lese erstmal den Text. Dieses lächerliche Unterfangen, das Christopher uns aufzwingt, wird immer schlimmer. Matthias hat berichtet, dass es heute in der Mine zu einem Zwischenfall gekommen ist. Er hat behauptet, dass ein Teil des Haupttunnels eingestürzt ist und einige unserer Männer dort unten eingeschlossen wurden. Anscheinend werden wir heute Abend ein Treffen mit allen Dorfbewohnern abhalten, um zu besprechen, was passiert ist.
Er bat mich, die anderen zu informieren und dafür zu sorgen, dass alle dabei sind. Ich bin gespannt, wie Christopher damit umgehen wird. So, ach komm, machen wir mal hier. Steckbrief. Edson Pilhotio Rodriguez. Also ich schätze mal, hier ist die Sphäre drin. Können wir eigentlich hier auch Leitern klettern, wie ich das gerade sehe? Wollt nur mal gucken. Ah ja. Ein weiteres Würfelteil. Kann man das Würfel nennen? Sphäre. Sonst noch irgendwas von Interesse hier? Glaub nicht. Okay, scheinbar müssen wir jetzt in diesem Dorf hier nach den anderen Teilen suchen. Hier ist noch ein Haus. Hallo? Das ist ja eine gemütliche Hütte. Liebe Amelia, hier im Dorf geschehen sehr seltsame Dinge. Gestern wurde uns mitgeteilt, dass einige Bereiche der Mine eingestürzt sind und ein paar Bergarbeiter eingeschlossen wurden. Aber mir kam das so sonderbar vor. Mir war klar, dass das auf keinen Fall passiert sein konnte. Ich habe die Stürze selbst gesichert. Alles war in bester Ordnung. Uns wurde gesagt, dass wir uns bis nach dem Treffen von der Baustelle fernhalten sollten. Aber ich ging dennoch dorthin, um sie mir selbst anzusehen. Die Mine war völlig intakt und irgendwo gab es eine Spur. Und nirgendwo gab es eine Spur von den Bergarbeitern. Nicht ein Tropfen Blut, nicht ein Haar, nicht einmal ein Fetzen Kleidung. Christopher hat für heute Abend ein Treffen mit dem ganzen Dorf organisiert. Ich werde diese Farce entlarven und herausfinden, was zum Teufel dieser Bastard mit den Männern gemacht hat. Wer weiß, welche Lüge er sich noch einfallen lässt oder was er uns antun könnte. Ich liebe dich. Wir sehen uns bald wieder. Markus. Okay. Verwaltung und Geräte, Kapelle, Werkzeuglager, Massieros Bar und Kohlebergwerk. Also ein bisschen Open World hier, hä? Na, mal gucken. Kommen wir hier rein? Natürlich nicht, obwohl vielleicht... Nee, der Schlüssel geht natürlich nicht. Ich kriege hier wieder einen schönen Bolzenschneider. Ne? Ja, das muss es doch hier geben. Achso, kann man das hier durch. Das ist die Kapelle hier wahrscheinlich, ne? Soll das die Versammlung sein? Kommen wir irgendwie durch? Natürlich brauchen wir da auch einen Schlüssel. They started without me. Matthias, are you in there? Ist niemand drin. Wir müssen da rein, aber wir brauchen einen Schlüssel. Ihr habt ja nichts anderes übrig, als hier das Dorf irgendwie abzusuchen. Oh,
kann man auch runter, oder? Nein, kann man nicht. Okay, das Dorf ist nicht so open world, wie ich befürchtet hatte. Ah. Kann ich die Laterne nehmen? Nein. Irgendwas anderes? Ah, die Sphäre macht auch ein bisschen Licht. Immerhin. Na, auch hinter die Hütte komme ich nicht. Was ist das? Gestürzter Baum. Der hier vielleicht. Schön, dass die alle ihre Häuser auflassen. Och nö, schon wieder ein Rätsel, ey. Nichts drin. Oh. Mhm. Oh, ist das eine Kombination? Ne, drei. Drei und fünf. Muss mal gucken. Also 35. Drei und fünf. Okay, 35. Eins. Und 5, also 15. Und 1 und 10. 35, 15, 10. Will ich jetzt mal sagen. Der ist ja ein Bingo. Oh. Die Zange. Ah, damit kann ich wahrscheinlich dieses Schloss aufzängeln. Schätze ich mal. Die Schlösser. Wir hatten ja zwei Schlösser. Ich gucke mal, ob ich noch in einen anderen Bereich komme. Ja? Das heißt, wir können nicht nur hier, sondern auch weiter hinten auch noch. Hier. Muss doch was drin geben.
Die Bar. Ein Stück Brot. Ah, wir können speichern. Fuck. Matthias, I didn't think things would... You're insane. I'm so sorry. God. What have I done? Ich wusste es. Auf dem Weg zum Treffen fand ich vor der letzten Hütte auf dem Pfad Matthias in einer Blutlache liegend vor. Er gab mir dieses kleine Metallstück und trug mir auf, es so gut wie möglich vor Christopher zu verstecken. Wer dies findet, soll Folgendes wissen. Er hat alle getötet. Christopher ist es gewesen, der alle im Dorf ermordet hat. Markus. Ich? Verrückt? Mörder? Niemals. Wie viele Teile fehlen mir denn noch? Wahrscheinlich zur Kirche muss ich noch, ne? Alle Teile im Dorf, okay. Ja, ist ja gut. Hier kann ich noch her. Da muss ich jetzt zur Kirche. Falsch. Ah. Au. Okay. Also mal da jetzt nicht weiter. Hier können wir nochmal gucken. Ist schön hier. Hier was? Die Blutspur. Hey, I saw you back there on the bridge. Hey! Christ, I'm losing my mind. What is this? Are these... Särge. Ein Schlüssel! How could this have happened? I can't remember anything. Der Kapellenschlüssel! War ich nur für den Kapellenschlüssel hier, oder was? Ich komme nicht da drüber. Das ganze Scheißweg zurück. So, das ist die andere Seite. Ja. Aha.
muss ich denn hier überall hin? Ah, ist der Baum hier. Kann ich da hoch? Nein. Ah, hier, okay. Das ist verwirrend. Wo war denn jetzt die Kapelle, wo ich... Die da, das ist die Kapelle, oder? Christopher? Did you call everyone? I did. Good. And how are they feeling? More calm now after I talked them down yesterday. All right. Remember, don't tell anyone about what happened until we understand it ourselves. I'll see you at the chapel tonight. Okay. Warte mal, muss ich da noch was machen? Ich meine, hier war noch ein Tor, was ich aufbrechen konnte. Hier. Wenn jemand etwas verbirgt. Fünf Männer lösen sich in Luft auf und Christophers größte Sorge ist, dass jemand die Wahrheit darüber erfährt? Nein, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt, wo ich gesehen habe, was dieses Sphären-Artefakt anrichten kann, traue ich Christopher und seinen Motiven hinter all dem nicht mehr. Er hat mich von Anfang an belogen. Er hat alle angelogen. Ich habe einige der Teile der Sphäre im Dorf versteckt. Hoffentlich verschafft mir das etwas Zeit, um ihn zur Vernunft zu bringen und herauszufinden, was hier wirklich los ist. Tja, hat ja nicht so gut geklappt, ne? Ah, ist auch nur für den Text. Okay. Warte mal. Komm ich denn jetzt wieder zurück? Es hat sich aber auch mit diesen komischen Jumpscares. Komm, ich will jetzt hier die Fälle des Dorfes. Es ist keiner da. Es ist ein riesiges Blutbad. Drinking glass. What's this doing here? Vergiftet. Everyone, please, remain calm. As some of you may have already heard, there was an accident at the mine this morning. Some of the men are missing. But do not worry. Matthias and I are doing everything in our power to locate your loved ones and return them back to you safely. In the meantime, I'd like everyone in the village to take the rest of the week away from your daily responsibilities. To start, I propose a toast. Bisschen Kool-Aid verteilen, ne? Please, let us drink. To the future! Warum waren da jetzt Schüsse? Oh mein Gott. It was me? Can't be. Sieht so aus. XYPA. Nein, der da. Der da. Das letzte Teil. Ist doch das letzte, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, es fehlt immer noch was. Schnauze.
Oder muss ich jetzt das Dorf verlassen? Es fehlt scheinbar doch noch ein Teil. Richtung. Okay, was habe ich vergessen? Doch hier? Eigentlich war ich doch hier schon. Scheiß Särge. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Wieder zurück? Geht's denn hier lang, ey? Ja, eigentlich die Richtung, ne? Gab's denn nicht einen Safe Point? Ich muss zum Bergwerk. Ich speichere mal nochmal. Ich denke mal, ich muss zum Bergwerk. Also, wir sind hier. Ich gehe jetzt einfach den Weg runter, bis nur noch rechts oder links ist. An der Kneipe links. Okay. Und dann immer geradeaus. Ich glaube, ich war gerade schon richtig. Da war irgendwo so ein Ausgang. War denn der Ausgang hier? Ey, wo war denn der Ausgang? Ich drehe durch. War das hier nicht die... Nee, das war nicht die Kneipe. Hier? Nein. Wahrscheinlich doch nicht lang. Assassin.
Ich würde sagen, ich muss doch über diesen scheiß Turm hier klettern. In die Richtung. Warte mal, was? Massimo. Kohlebergwerk. Kohlebergwerk. In die Richtung muss ich. In die Richtung. Okay, also hier links irgendwie. Da durch das Haus. Hier. Aber wie komme ich da hin? Und dieser Friedhof. Doch, ich war auf der anderen Seite von diesem Ding. Ich muss da irgendwie wieder zurück, aber ich kenne den Weg nicht mehr. Ich irre. Da, so, warte mal. Irgendwie hier nach rechts. Hier. Hier durchs Haus. Hier. Das ist die Kneipe. Ja, ich glaube, hier war das. Da hinten. Ja. Ah, okay, jetzt haben wir es. Wahrscheinlich sind die restlichen Teile an dem Bergwerk. I have to get back to the mine. Pfadfinder. Na, sowas von. Hab ich mir auch verdient, du. Das Untergeschoss. Da sind wir jetzt wohl wieder im Hotel. Beziehungsweise im Untergeschoss vom Hotel. Bing. Ah, nice. Klingt nach Safe Room. What is this place? Untergeschoss. Wir sollten vorbereitet sein. Oh. Lass mich raten, ich brauche 5000 Chipkarten dafür. Kann ich da drauf schießen? Kann ich? Passiert aber nichts. Kann ich nämlich schieben? Aha, ich brauche irgendeine Lab 01. Ich brauche irgendeine Karte, um hier reinzukommen. Oh. Klick.
Klingt, als ob da noch einer ist irgendwo. It looks like some kind of mad scientist's lab. This has to be the source of all those damn monsters. Halt, da spinn. Ah, guck mal, da oben. Da müssen noch mehr sein. Oha. Jetzt können wir uns wieder durchs ganze Buch blättern hier. Auf diese Weise wollte der Heilige Pfad also die Menschen verbessern. Die Kreaturen scheinen wirklich keine Menschen zu sein. Oder zumindest keine mehr. Sie sind viel zu weit gegangen. Das Licht da. Gas. 320 MHT-Verbindung. Lass mich raten, Inventar voll. Nee. Sagt aber nicht, dass Inventar voll ist. Kann ich mir das nur angucken oder was? Ah. Vielleicht nicht. Warte, ich lege mal was. Speichern, die kann eh weg. Ansonsten habe ich nur. Was ist das denn? Ach, Revolverkugeln. Okay. Der Würfel kann auch weg. Okay, mal gucken, ob wir das jetzt nehmen können. Keine Ahnung. Also ich kann es nicht nehmen. Oha. 13, 14, 23. Ist das noch wichtig? Mal gucken, was hier in den Schubladen ist. Nichts. Oh doch. Ich habe das Gefühl, hier ist aber nichts anders in dem Lab, wenn man durch die Kamera guckt. Zumindest sind mir noch keine Unterschiede aufgefallen. Okay, ich kann mal wieder was verbessern. Die Sichtweise der Kamera? Nee, ich habe noch 11 Punkte. Schussrate, Nachladezeit, Schusskraft, Maschinenpistole, Revolver. Erhöht die Schusskraft, wodurch mehr Schaden. Wer weiß, wofür man es braucht. So, habe ich zwar nicht dabei. Könnte aber für einen Endgegner oder sowas noch wichtig sein. Würde wetten, dass es hier sowas gibt. Aha, Parasitenproben. Das sind gelbe Organismen, die ich auch im Hotel gefunden habe. Sie scheinen sich schnell auszubreiten. Ach, stand da auch was hier? Dieser Körper scheint furchtbare Mutationen durchlaufen zu haben. Wie gut, dass ich mich dem Ding nicht begegnen muss. Und ich, sie hier? Das scheint eine Art Experiment zu sein. Okay. Oh. Ah, so können wir Türen öffnen. Oh, verstehe, verstehe. Und Türen schließen. Da spinnen wir da? So, so kommen wir nur dahin, dahin und hierhin. Oh Gott, ist das groß. Und hier ist mal wieder was eingestürzt. Ah, was, da ist ein Handabdruck. Ah, da können wir auf jeden Fall durch. Okay, da können wir durch. Aber erstmal gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Halt. Ah, ich wusste es. Die sind hier überall, die Viecher.
Wir müssen auf das Gekrieche achten. Der ist auch zu. Das heißt, das ist wahrscheinlich erstmal unser einziger Weg. Oder ging es da hinten noch weiter? Ja, doch, hier ging es auch noch weiter. Theoretisch. Praktisch nicht. Da ist noch zu. Okay, das heißt, wir müssen den Weg da hinten durch die geheime. Durch den geheimen Durchgang gehen. Nice. Data Processing. Kommen wir da auch durch? Leider nicht. Hallo. Oh, da hinten. Ich nehme mal die dicke Bertha. Das geht halt schneller. Theoretisch. Vorname Emily, Nachname LL, weiblich, Blutgruppe AB, Mutation unbekannt, Status gesund, Patientennummer. Hinweis, die durchgeführten Tests fördern die Energie zutage, die jener ähneln, die sich von der Sphäre ausgestrahlt wird. Das Objekt scheint das gleiche Energiemuster auszustrahlen, das unkontrollierbare zeitliche Anomalien verursacht, erzeugt. Wir werden das Objekt weiterhin in der Inkubationskammer festhalten, wie es Meister Christopher vorgeschlagen hat. Könnte das das Mädchen mit der Gasmaske sein? Error. Oh, der Computer geht. Was haben wir denn hier Schönes? Meine Dokumente. Recherchen. Anomalie eingeschlossen. Die Anomalie wurde eingedämmt und bin im Inkubationsraum eingeschlossen. Es zeigt sich, dass die Zeitschwankungen stabil sind. Sämtliche Interaktionen der Anomalie könnten ab diesem Punkt vorhergesagt werden. Aus ihrer Sicht sind sie bereits eingetreten. Datum der Niederkunft 18.09.1960 für das Prinzip des freien Willens. Und Sterblichkeit. Im Rahmen des umfassenden Textes, der 2009 stattfindet, Tests, nicht Textes, sollen alle Experimente zur Verlängerung der Lebenserwartung eingestellt werden. Emily muss auch während dieser Zeitraum im Inkubationsraum verbleiben. Andere potenzielle Versuchskaninchen müssen konserviert und an den Universaltransporter geschickt werden. Verrückt. Bilder. Oha. Albert Einstein. Die Dinfner. Enrico, was? Fermi-Filter, David Hilbert Hotel, Tesu. Dokumente, Labor 2, öffentliche Dokumente. Ah, ist das wieder ein Code? Foto 1. ...08E. Irgendein Code, ne? 25D. Das ist ja cool. Das haben wir jetzt noch nicht geöffnet hier. Foto 1. Foto 3, 4. Foto 5.
Das geht dahin, das geht dahin. Das geht aber nicht dahin. Das geht wahrscheinlich wieder zu irgendeinem Rätsel hier. Warte mal, was haben wir denn? Foto 1, 5, 6, 4. Was fehlt noch? Foto 2 wahrscheinlich, ne? Hier ist noch was. Das schieben wir mal hier hin. Hier ist Foto 2. So, Foto 1, 2. Foto 3 fehlt noch. Okay. Das gehört nach oben, das gehört nach oben. Unten, unten, oben, unten. So. Aha. Okay. Alles klar. Ja. Okay. Oh, noch Platz hier. 25D, 08E, 36D. Ach so, ist wahrscheinlich die Richtung. 25D, 08E, 36D. D ist wahrscheinlich rechts oder links, ne? 25, 08, 36, okay. Was haben wir noch Schönes? Eingeschränkte Foto 7. Eine Uhrzeit. Okay. Boah, das ist bestimmt auch für irgendein Labor 2. Alter, ist es. Also nochmal. Meine Dokumente. Recherchen haben wir. Huch. Bilder. Haben wir das durch? Okay. Dokumente haben wir. Labor 2. Öffentliche Dokumente. Da war das drin. Eingeschränkte Dokumente, da war das drin. Die Uhrzeit. Und es ist 5 vor 8. 5 vor 8 mal merken, falls wir nur einstellen können. So, dann haben wir hier Generatorstufe 1. Zugangskarte erfolgreich registriert. Drücken Sie auf Fertigstellen, um Ihre Karte Stufe 1 zu erstellen. Informationen zur Registrierung. Erreichbare Orte. Ach, Kartencode. Karte generieren, beenden. Bestätigen Sie Ihre Zugangskarte, drücken Sie auf Bestätigen und entfernen Sie die Karte aus dem Kartendrucker. Ah, damit können wir... Ah. Ich brauche eine Karte. Wo ist der Kartendrucker? Hier? Aha. Zugangskarten. Die Erstellung für übergeordnete Zugangskarten ist erfordert. Verschlüsselte Berechtigungsdaten. Geben Sie die Datei in den Computer ein, um den Assistenten zu starten. Stufe 1, Überwachungsraum, Forschungsraum 1. Stufe 2, Labor 2 und 3. Stufe 3, Forschungsraum 2, Keller 2. Verbände. Ah, hier gibt es auch nochmal eine Kiste. Haben wir noch, Alkohol? Wir haben noch mehr Bandagen. Können wir mal zurücktun. Okay. Ah, da gibt es auch eine Uhr. So, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Save Point und gucken uns in der nächsten Folge hier weiter im Labor um und versuchen mal eine Karte zu finden oder so. Vielleicht liegt die aber auch schon irgendwo hier. Verbandsmull auf jeden Fall. So, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.